Haben wir hier Kerzen? Da! Nicht jetzt, mein kleiner Freund. Nee! Ich möchte mich jetzt zunächst auf meine Karriere konzentrieren. Vielleicht später. Das ist ein Vibrator! Was geht, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von The Nightfall. Das letzte Mal stehen geblieben, hier in dem Zimmer, wo wir die Lichtzeichen mit den Nachbarskindern machen mussten. Und ja, ich bin mal gespannt, was uns für diesen Part, alles noch offen gehalten wird. Ich bin natürlich jetzt, Ich bin natürlich jetzt relativ offen, was das alles betrifft. Und, ich hoffe doch nur, lustig, der Taschenlampenschein wird gespiegelt, aber unser Spiegelbild und alles andere nicht. Okay. Ja, also, schauen wir mal, was sich Neues noch ergibt hier. Und wir hoffen natürlich, dass ich nicht noch mehr erschreckt werde, nicht wahr? Aber scheint eigentlich alles noch relativ normal zu sein hier. Da hinten sind die Fenster offen. Die können wir mal wieder zumachen. Oh, der ist... Wow! Ey, ich hab gewusst, irgendwann kommt was. War einfach dieser scheiß Clown da drinne. Oh, fuck you, ey. Mann. Okay. Ich hoffe, wir haben auf jeden Fall für den Part noch genug Taschenlampen und das ganze andere Zeug. Oh, Mann. Gehen wir mal in den Keller gucken. Hier ist nichts. Okay. Hier ist aber nicht wirklich was Neues. Scheint eigentlich relativ normal und gleichbleibend zu sein. Ich guck mal nach, ob ich jetzt hier Taschenlampen, Batterien, nein. Taschenlampen. Das andere Zeug. Sag schon. Streichhölzer. Das scheiß Klone vom letzten Mal, wo der behinderte Clown rausgekommen ist, ey. Der will's echt wissen. Haben wir hier irgendwas? Nee. Okay. Hier ist auch nichts. Dort und dort. Haben wir Batterien und Streichhölzer. Perfekt. Oh. Handy hat vibriert. War nur ein Kollege gewesen. Der hat gesagt, ihr sollt mein Video hier liken. So. Okay. Hier können wir erstmal wieder lichten. Oh Mann, keine Kerzen mehr. Scheiße, regt mich das auf. Was? Wenigstens haben wir noch Batterien. Ich warte nur noch, bis dieser scheiß Clown bei uns hier in der Wohnung steht. Hey! Was ist denn hier los? Hä? Aua! Hat der uns eingesperrt? Ist das an jedem Fenster? Hat der da einfach zugemacht? Und jetzt? Auch hier oben, gell? Gehen wir mal ins Musikzimmer. Nee. Wir müssen wieder Briefe finden wahrscheinlich. Aber ich brauche unbedingt Streichhölzer. Was war das? Nicht Streichhölzer, Kerzen brauche ich. Mann, ich brauche Kerzen.
scheiß Puppe war das ja. Haben wir hier Kerzen? Da! Nicht jetzt, mein kleiner Freund. Nee! Ich möchte mich jetzt zunächst auf meine Karriere konzentrieren. Vielleicht später. Das ist ein Vibrator! Ey! Nein, danke. Meine Beine zittern auch so schon genug. Liegt einfach ein Vibrator in der Schublade drin. Wie geil ist das denn? Ah, hier haben wir eine Kerze, geil. Nein, ein Vibrator einfach. Gut, Batterien und eine Kerze haben wir gefunden. Tipptopp. Damit sind wir gut ausgerüstet. Das heißt, wir müssen jetzt als nächstes die Zimmer da hinten mal abchecken. Hat's beim Jerry hier irgendwas? Briefe oder irgendwie so? Nee, auch nicht. Im Musikzimmer? Den kennen wir schon. Aber hier ist nichts, oder? Ist hier was? Nee. Ich gehe mir noch viel zu leichtfertig aus den Türen raus. Oh, jetzt steht die Puppe da hinten. Irgendwann erschreckt es mich wieder, diese Scheiße. Erstmal ein bisschen Licht hier im Wohnzimmer machen. So, haben wir noch Kerzen für... Nee, dafür reicht es leider nicht mehr. Noch ein Tape. Ja, aber von denen haben wir ja sowieso schon genug. Das ist ja eh nur Musik. Das ist wahrscheinlich dazu da, auch die Disketten, um ein bisschen die Zeit totzuschlagen. Wir brauchen Kerzen und Batterien, haben wir auch keine mehr. Toll. Den kennen wir auch. Oh, hier. Und da. Warte mal. Du entkommst mir nicht. Jetzt bist du eines meiner Kinder. Toll. Und das hier? Wir wissen genau, dass sie das waren. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir sie elenden Wichser zur Strecke gebracht haben. Hören Sie, es ist nur eine Frage der Zeit. Oh, Zeit? Ich habe eine Menge Zeit. Sie Verdammter, wir werden schon Hinweise in ihrem verfluchten Eiswagen finden. Genauso wie dieses lächerliche Clownskostüm. Was ist an Clowns lächerlich? Kinder mögen Clowns und Eis. Manche von ihnen würden sogar dafür sterben. Sie machen mich krank. Wir finden ihr Versteck. Wir finden ihr verficktes Versteck, wo sie die Geschwister eingesperrt haben. Wo sie ihre dreckigen Scheißfilme drehen. Und dann kriegen wir sie dran, sie verfluchtes Dreckschwein. Wow, okay. Yes, haben wir schon wieder eine halbe Stunde durch. Ja, ich weiß manchmal gar nicht so richtig, was ich aus den Briefen rausnehmen soll. Also, oder von wem die stammen. Ich denke, das sind so Briefe von Nachbarsleuten, von Eltern. Das letzte Mal mit dem Dreirad war ja von dem, wo er das Dreirad bestellt hat und so. Keine Ahnung. Mal gucken, was jetzt noch kommt. Wir haben es jetzt, wie viel? Halb drei? Drei? Ich glaube, halb drei. Wir haben es jetzt halb drei. Oder bin ich jetzt gerade voll? Oder halb vier? Ich glaube, wir haben es halb vier jetzt. Genau, halb vier. Das heißt, noch 2,5 Stunden müssen wir, glaube ich, überleben. Bin ich mal gespannt. Genau. Steht ja sowieso jetzt dann gleich da. Wie lange? Noch 2,5 Stunden. Okay. Schauen wir nochmal nach, ob es hier wieder... was aufgefüllt worden ist. Nee, hier sind gerade keine. Die Schubladen sind zum Glück wieder alle zu, das heißt... lag da einfach ein Vibrator. Nee, hier ist leider nichts drin, also überhaupt nichts zu holen. Okay. Schauen wir in der Garage nach. Hier ist, glaube ich, jetzt auch nicht wirklich viel. Hier haben wir noch Streichhölzer, sehr schön. Aber ich brauche noch Kerzen. Den Brief kennen wir schon, ne? Kerzen und Batterien, ganz wichtig.
Gehen wir in die Küche? Was? Scheiß Musik, ey. In der Küche hat es immer so viel Schubladen. Ah ja, gut. Doch, Batterien im Kühlfach. Ganz geil. Streichhölzer. Ich habe schon 10 Streichhölzer. Also Streichhölzer haben wir echt genug, aber wir brauchen unbedingt Kerzen noch. Ich mag kein Bier. Stimmt, ja. Da ist nichts drin, da auch nicht. Nein. Yes. Nein. Auch nicht. Im Backofen? Nee. Scheiße. Hier ist auch nichts. Nein. Nein. 10 Streichhölzer haben wir schon. Komm schon, noch ein Kerl. Batterien, auch gut. Sehr gut. Kerzen, Kerzen. Da haben wir noch eine Kerze. Und Batterien. Gut. Sind wir gut ausgerüstet? Können wir erstmal Licht hier machen. Hä? Friedrich Krüger. Oh wow, was ist das? Hat es jetzt zum Spiel gehört? Oh wow, was sollte das denn? Hä? Was sollte das denn? Okay. Keine Ahnung, was das sollte. Oh, Batterien. Dann sind wir jetzt dann erstmal ausgerüstet, glaube ich. Das reicht. Ja, warte, ich will die mitnehmen. Vielleicht gibt es ein Achievement danach. Gibt es hier irgendwas Neues? Hier ist nichts zu holen. Ich hasse die Musik. Ich hasse sie. Gehen wir mal hoch. Nee. Ah, das war der Vibrator, stimmt. Okay. Was? Auch nicht? Ey. Ich habe immer noch Schiss, dass hier irgendwo... bei der Tür irgendwas kommt. Wir brauchen Briefe. Genau, Briefe zum Lesen brauchen wir. Das war jetzt der Affe. Der gerade so kling gemacht. Die hat gerade ihren Kopf komplett gedreht. Hm. Was war das denn jetzt gerade? Okay. Wisst jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich noch gucken sollte. Wahrscheinlich müssen wir ein bisschen warten, bis die... Mann! Wir müssen wahrscheinlich warten, bis die Zeit ein bisschen rumgeht. Hier ist schon wieder die Kerze aus. Mann! So. Ist wieder gut. Können wir auch Taschenlampe schnell ein bisschen ausmachen.
Wie viel Uhr haben wir es denn überhaupt? Gleich 4:15 oder 4:05. 4:15. Die Glocke läutet auch, aber wie sie will. Hä? Wer redet denn da? Oder war das... war das bei mir hier? Hm. Ist da jemand? Ich bin's, Ihr Nachbar. Ja, ich bin hier. Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Wir haben komische Geräusche aus Ihrem Haus gehört. Nein, irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin in meinem eigenen Haus eingesperrt. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja. Ja, bitte helfen Sie mir. Holen Sie mich hier raus. Ja, das könnte ich natürlich machen. Ich könnte aber auch etwas anderes machen. Was denn? Aua! Scheiße, der Clown war hier! Der war hier im Haus! Bastard, ey! Scheiße! Nein, ich habe keine Batterien mehr! Och! Wir müssen den nächsten Brief finden. Oh! Mir war gleich klar, dass mit dem etwas nicht stimmt. Weiß Gott, weshalb man mich Steuerhinterzieher mit einem Kindermörder und Vergewaltiger in eine Zelle steckt? Schätze, die Gefängnisse hier sind wirklich überlaufen und sie hatten gerade nichts anderes frei. Was genau ist, weiß ich nicht. Nur Gerüchte. Aber auf dem Hof sagt man, wenn er mit seinen Opfern fertig war, hat er sie kopfüber in einen Sack gesteckt und sie am Hals ausbluten lassen. Was für eine kranke Scheiße. Der Pastor ist, dass er sich selbst gerichtet hat. Schätze, er hat keinen anderen Ausweg gesehen. Der elektrische Stuhl wäre ihm sicher gewesen. Als ich heute aufwachte, hat er sich selbst mit einem Löffel den Kehlkopf entfernt. Mit einem Löffel? Ich werde nie wieder schlafen können. Oh, geil. Hey, ich frage mich, ob das wirklich der Nachbar an der Tür vorne war. Eben in dem Brief stand ja drin, von wegen, dass er nur ein Steuerhinterzieher war. Und das kann mir auch gut vorstellen, dass das vielleicht der Typ war. Keine Ahnung. Vielleicht hat die auch so irgendwelche Optics oder irgendwelche Halluzinationen. Weil, ey, wie willst du denn das ganze Zeug hier erklären? Naja, wie dem auch sei. Gut, gut, wir haben wenigstens eine ganze Stunde auf einmal diesmal geschafft. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, bewertet das Video ruhig positiv. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, sehen wir uns wieder beim nächsten Teil, der wahrscheinlich morgen folgen wird. Ich denke, dass ich heute Abend sicher noch einen Teil aufnehmen werde. Und ansonsten würde ich sagen, haltet die Ohren steif, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten und ciao.